Eine Reise in die Zeit, die Bayreuther Festspiele und die Juden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Juden und die Richard-Wagner-Festspiele als Thema bilden ein großes Feld, das auch von der Bedeutung der Stadt und für und im Nationalsozialismus mit abhängig, aber nicht davon alleine geprägt ist. Es ist ein weites Feld, das in Teilen gut erforscht ist, wenn man an die Dauerausstellung Verstummte Stimmen von Hannes Heer im Außenbereich des Festspielhauses denkt. Vielleicht kurze Nachfrage, Sie können mich alle gut hören, ja? Gibt es irgendjemand? Ja, sehr gut. Ich sehe jemanden nicken, längst nicht alle. Es ist aber zugleich auch ein Thema, mit dem wir uns in Bayreuth, wie ich finde, noch zu wenig beschäftigen. Es geht bei diesem Thema ja auch um die Frage, an wen wir uns, warum und wie erinnern. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie wenig wir von vielen jüdischen jüdischen Lebensläufen wissen, die scheinbar am Rande des Zentrums kreisen, um das sich hier alles dreht, nämlich um Richard Wagner. Wissenschaft und historische Reflexion, die Erinnerung schaffen, sind dabei ja keine starren Entitäten, indem wir Wissen ein für alle Mal festhalten und uns dann so der Pflicht entledigt hätten, weiterzuforschen, um mit neuen Materialien auch anders auf die Dinge zu schauen, als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Das erfahre ich gerade selbst bei der Kritik an meinem Buch zu Wieland Wagner, das unlängst erschienen ist. Es ist nämlich dabei diskursiv überaus vielsagend, dass behauptet wurde, es stünde nichts Neues in diesem Buch im Vergleich zu Brigitte Hamanns Publikation zu Winifred Wagner von 2002. Das kann man auch anders sehen. Es steht sehr viel Neues darin, aber man möchte dieses Neue und andere nicht zur Kenntnis nehmen, weil das alte Wissen festgezurrt werden soll. Als Gesellschaft muss man sich dann mit dem Themenfeld Wagner-Familie und NS nämlich nicht mehr weiter befassen. Es sei ja alles gesagt. Es ist aber, das ist meine Auffassung, nie alles gesagt, weil neue zeitliche Perspektiven gegen ein Festschreiben immer wieder auch neue Argumente liefern. So sollte auch die sehr verdienstvolle Forschung von Hannes Heer dazu dienen, weiter nachzudenken, was ich mit meinem Vortrag heute anregen möchte. Genuine Forschung, das sage ich heute auch ganz klar, werde ich Ihnen heute nicht präsentieren können. Es sind also dynamische Prozesse, an denen wir WissenschaftlerInnen uns beteiligen. Deshalb bin ich der Anfrage unseres Präsidiums auch sehr gerne nachgekommen, hier bei den Stadtgesprächen, die ja auch die Verbindung von Stadt und Universität stärken wollen, hier nachzukommen. Auch wenn ich die von mir ausgewählten Geschichten heute sowie deren Prolog und Epilog nur mit einigen wenigen Hinweisen ausstatten kann, mögen Sie vor allem auf eines hinweisen, auf die Bedeutung des Themas im Kontext einer Gegenwart, die sich für das, was jüdisches Leben in Deutschland heute ausmacht, auch weiterhin an der Historie orientieren muss. Ich habe meinen Vortrag als eine kleine Reise in die Zeit angelegt. Vier Menschen, vier Jahreszahlen, vier Geschichten und vier Berührungspunkte mit Bayreuth, die ein Prolog und ein Epilog hinzugefügt sind. Ich habe Barry Kosky im Jahr 2017 gewählt, Henriette Gottlieb im Jahr 1930, Albertine Neuland im Jahr 1924, Hermann Levy im Jahr 1882. Diese Beispiele von jüdischen Menschen in Bayreuth schauen auf die maßgeblichen Perspektiven, die die Kunstform Oper benötigt. Sie entstehen lassen, an denen auch die Menschen, auch in Bayreuth Menschen jüdischen Glaubens beteiligt waren, nämlich diejenige des Regisseurs, dafür steht Kosky, der Sängerin oder des Sängers, dafür steht Gottlieb, der Besucherin, sehr wichtig, aber sehr schwer zu erforschen, dafür steht Neuland, und dann auch des Dirigenten, dafür steht Levy. Alle Geschichten verorten den Bayreuther Antisemitismus, den Richard Cosima und Winifred Wagner wesentlich prägen, sowie den Umgang mit diesem zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlicher Weise. Schon wieder. Das ist natürlich schlecht. Dann muss ich immer stoppen bei jeder Folie.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Der müsste lösen. Tatsächlich hatten wir dieses Problem noch nicht. Ja. Gibt es unten eine andere Möglichkeit. Also, Prolog. Mein Vortrag heute nimmt seinen Ausgangspunkt vom 27. Januar diesen Jahres und wie er im Deutschen Bundestag begangen worden ist. Es sprach Charlotte Knobloch, Jahrgang 1932, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Ich zitiere sie. Ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche, wie einst meine Großmutter Albertine Neuland seligen Angedenkens, mit meinem Großvater treu ihrer deutschen Heimat verbunden, hoch angesehen in der Bayreuther Kaufmannsgesellschaft, passionierte Wagnerianerin, ermordet in Theresienstadt im Januar 1944. Von meiner Großmutter habe ich die Liebe für die Menschen geerbt, trotz der Menschen. Soweit dieses Zitat. Das sind die ersten Worte ihrer Rede zur Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus zum 27. Januar 1945, der Befreiung von Auschwitz durch die russische Armee. Dass sie ihre bewegende Rede an diesem Tag mit einem Bayreuth-Bezug begonnen hat, erregte mein besonderes Interesse. Knobloch spricht von ihrem Großvater als einem deutschen Patrioten, der wie viele andere gerade wegen dieser deutschen Identität nicht glauben konnte, was dann seit 1933 passierte. Zu dieser nationalen Identität trug offensichtlich auch das Werk Richard Wagners bei, zumal im Rahmen einer jüdischen Familie, die in Bayreuth ansässig war. Dieser Beginn des dort gehaltenen Festvortrags habe mich angeregt, meinen Vortrag zu den Bayreuther Festspielen und den Juden als diese Reise von heute in die Vergangenheit zu gestalten, gerade ausgehend von der Überlegung, wie wir heutzutage erinnern wollen und können. Aleda Assmanns Buch »Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, eine Intervention« erschien mit Erweiterung in der dritten Auflage im Jahr 2020. Sie führt aus, dass das Thema der Erinnerungskultur sich heute neu konturiert und das aus drei Gründen. Dem Ende der Zeitzeugenschaft, dem technologischen Umbruch sowie den politischen Veränderungen der Zeit geschuldet. Schon in der frühen Ausgabe von 2013 betont sie, dass man Erinnerungskultur nur als dynamisches Phänomen begreifen und praktizieren können. Anders gesagt, Erinnerung ist in die Historizität eingefasst, in der sie erscheint. Barry Kosky, 2017, er steht für den Regisseur. Ich komme hiermit zu meinem ersten Beispiel. Hieran lässt sich zeigen, dass diese zeitliche Dynamik auch in Bezug auf eine persönliche Entscheidung, nämlich diejenige von Barry Kosky, wie wir gleich hören werden, greifen kann. In letzter Konsequenz macht es einen großen Unterschied, wann ich mich mit meiner Biografie zu etwas positioniere. Auch das Ergebnis der erinnernden Beschäftigung mit Geschichte, in dem nun anstehenden Fall sind es die Meistersinger von Nürnberg in der Inszenierung von Barry Kosky, ist abhängig von den Zeitumständen. Kosky kam im Jahr 1967 in Melbourne, Australien, zur Welt. Seine Geschichte führt uns nach Bayreuth des Jahres 2017, beginnt aber schon Jahre vor dem Premierentermin seiner Meistersinger in diesem Sommer. Kosky, einer der ernsthaftesten, virtuosesten und auch innovativsten Regisseure des Musiktheaters unserer Zeit, lehnte die Meistersinger lange Zeit für sich ab. Ein furchtbares Stück, stellte er einst fest. Für den Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges in Australien geborenen Regisseur hatte die Ablehnung gerade mit der eigenen jüdischen Identität zu tun, die in vielen seiner Arbeiten aufscheint. In den Meistersingern, die er dann für Bayreuth doch inszeniert hat, befasst er sich selbstverständlich auch mit der eigenen Positionierung als Jude, die, so würde ich es zusammenfassen, sowohl mit dieser Inszenierung als auch mit dem, was er dazu schreibt, letztlich unentschieden ausfällt und etwas widersprüchlich ist. Diese Beschäftigung stellt sich somit so dar, wie das Leben und die sie reflektierende Kunst auch sonst ist, weder nur schwarz oder nur weiß. Diese Haltung hängt vor allem mit der Frage zusammen, ob mit der negativ besetzten Figur des Beckmessers
Richard Wagners Antisemitismus im Werk des Komponisten nun zum Tragen komme oder nicht. Spannend ist in jedem Fall, wie der Jude Koski mit dieser Figur umgeht. Im szenischen Vorspiel während der Ouvertüre, das Koski erfindet, lässt der Regisseur historische Figuren wie Franz Liszt oder Cosima Wagner Rollen in der Oper übernehmen, als wären die Meistersinger eine Salonaufführung in der Villa Wahnfried. Hier wird nun Hermann Levy, Jude und Uraufführungsdirigent des Parsifals, die Rolle des Beckmessers aufgedrängt, der sich erfolglos dagegen in diesem von Koski erfundenen Prolog wehrt. Wir werden der historischen Figur Levy später noch begegnen. Es geht Koski also gerade nicht um eine eindeutige Zuweisung der Rolle des Beckmessers mit einem Juden, sondern diese Zuweisung ist über die Spielsituation inszeniert. Sie erweist sich somit als eine Art Konstrukt der Gesellschaft, die diesen Juden Levy umgibt. Die mit Beckmesser verbundene Ambivalenz fasst Koski im Programmheft der Festspiele so zusammen. Beckmesser ist kein Jude, er ist eine Frankenstein-Kreatur, zusammengeflickt aus allem, was Wagner hasste, Franzosen, Italiener, Kritiker, Juden. Was immer Wagners Abscheu auf sich zog, findet sich in Beckmesser wieder. Henriette Gottlieb, 1930, die Position der Sängerin, des Sängers. Barry Koski hat eine Art Sonderrolle in meinen vier Geschichten, da er ganz bewusst als jüdischer Regisseur, Künstler nach Bayreuth eingeladen worden war und das über 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, dieses Stück zu inszenieren. Das Jahr, mit dem ich nun meine zweite Geschichte verknüpfe, macht jenen zeitlichen Kontext auf, der die Geschichte von Bayreuth und den Juden wesentlich geprägt hat. Wie Hannes Heer herausgearbeitet hat, sind die Bayreuther Festspiele in ihrer Besetzungspolitik schon in der Ära Cosima Wagner antisemitisch ausgerichtet gewesen. Zudem ist bekannt, dass die Theater- und Kultureinrichtungen mit der Machtübernahme 1933 eine radikale Personalpolitik betrieben, die jüdische KünstlerInnen schnell und zunehmend mit Berufsverboten belegten, wovor sie dann in den günstiger verlaufenden Fällen ins Exil gedrängt oder häufig deportiert und dann umgebracht wurden. Genau dieses Schicksal ereilte auch Henriette Gottlieb, die seit 1933 Arbeitsverbot hatte, im Oktober 1941 von ihrem Heimatort Berlin nach Polen verschleppt wurde und am 2. Januar 1942 im Ghetto Lodz verstarb. Ich möchte aber nicht den Blick auf das Ende dieses Lebens lenken, für das die Nazis verantwortlich waren, sondern vielmehr ihre Position als Sängerin zuvor sowohl in Bayreuth als auch andernorts anschauen. Die 1884 geborene Gottlieb war zunächst in Plauen und dann seit 1913 an der Städtischen Oper in Berlin engagiert. In den Jahren 1927 bis 1930 tritt sie in Bayreuth auf, als dritte Norn und als eine der Walküren im Ring. Das sind ausgesprochene Nebenrollen, die keineswegs der Stellung und dem Können einer Sängerin entsprachen, die im Jahr 1930 bei einem Gastspiel die Brünnhilde in Paris gesungen hat. Man muss sich die herausragende Qualität Gottliebs deutlich machen, die an großen Häusern eine der renommiertesten Wagner-Sängerinnen ihrer Generation überhaupt war und einige bedeutende Uraufführungspartien ihres Faches kreiert hatte. Es wäre so, um ein plattes Beispiel zu geben, als würde man Anna Netrebko heute eine der genannten Rollen anbieten. Sie würde sie selbstverständlich nicht annehmen. Gottlieb sang sonst nur die großen Hauptpartien der Wagner-Opern Brünnhilde, Ortrud, Venus und andere. Albertine Neuland, 1924, die Perspektive des Publikums. Der Antisemitismus im Bereich der Oper ist somit ein schon sehr präsentes Phänomen auch der Weimarer Republik, wie die Intendanten Siegfried und Winifred Wagner bei den Bayreuther Festspielen zeigen. Hannes Heer hat dies in seinem Aufsatz Geschichte der Festspiele 1924 ausführlich dargelegt.
Damit liegt man im Trend, denn auch die Opernhäuser in München und Nürnberg vollziehen schon in den 1920er Jahren eine Besetzungspolitik, die Juden ausschließt. Die Besetzungspolitik, an Theatern jüdische Künstlerinnen nicht mehr zu beschäftigen, setzte an manchen Orten also schon weit vor 1933 ein. Während es bei Entscheidungen, wer was singt oder spielt an einem Theater, in der Macht von anderen liegt, etwa der Intendanz, ist der Umgang mit dem Publikum deutlich weniger kontrollierbar. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das Theater ja wesentlich auch von seinen Einnahmen, ob subventioniert oder nicht, sei dahingestellt, abhängig ist. Wir, das Publikum, sind es aber, um die sich die Kunstform Oper eigentlich dreht. Dennoch ist es so, dass wissenschaftliche Studien über das Publikum, vor allem wenn es sich um eine weit zurückliegende historische Perspektive handelt, besonders schwierig zu erstellen sind. Deshalb fand ich es als eine gute Fügung, dass ich über Charlotte Knoblauchs Bundestagsrede auf die Bayreuth-Besucherin Albertine Neuland hingewiesen wurde. Wer ist Albertine Neuland? Sie wurde 1866 als Albertine Lehmann geboren und entstammt somit der gleichen Generation wie Gottlieb. Sie heiratet 1888 den Textilkaufmann Salomon Neuland. Das Paar zieht nach Bayreuth, wo man mit großem und wachsendem Erfolg ein Modegeschäft betreibt. Das Paar bekommt drei Kinder. 1889 kommt Fritz Neuland, der spätere Vater von Charlotte Knoblauch, auf die Welt. Die Enkelin wächst bei der Großmutter auf und wird von der Deportation gerettet, weil die ehemalige Hausangestellte des Onkels, Christentina Hummel, das Kind als eigene uneheliche Tochter ausgibt und sie so vor dem Tod schützte. Albertine Neuland ist die prägende Figur der Bayreuther Familie, die sich für klassische Musik und Oper interessiert und einsetzt. Hausmusiken sind an der Tagesordnung und regelmäßig besucht man die Festspiele. Kultur ist ein wichtiger Faktor des Lebens. Kultur hilft uns, die Welt zu verstehen, zu bewältigen, die Zeit, die wir haben, zu gestalten. Sie hilft uns aber auch, uns selbst in dieser Welt zu verorten. Eine der wichtigsten Funktionen von Kunstausübung und Rezeption ist die Herstellung von kultureller Identität. Es ist in meiner Wahrnehmung eine gewisse Überraschung gewesen, mit welcher Selbstverständlichkeit Knoblauch Albertine Neuland als Wagnerianerin in ihrer Rede einführt. Als deutsch-patriotische Bayreutherin, für die der Antisemitismus Wagners oder die ultranationalen Töne, die man in Bayreuth anschlug, sich offensichtlich nicht negativ auswirkten. Sie hat mir einen Brief geschrieben, nachdem ich sie gebeten hatte, vielleicht Erinnerungen mit mir zu teilen. Und dort schreibt sie, wofür ich mich übrigens sehr bei ihr bedanken möchte, darin schreibt sie, auch Winifred Wagner schloss sie in ihre Bewunderung ein. Bayreuth ist in den 1920er Jahren ein hochpolitisierter Ort, wie Hannes Heer eindrücklich darstellt. Ein Ort, der völkisch und antisemitisch geprägt ist, bei dem die Festspiele alles dran setzen, den aufstrebenden Hitler zu stützen. Die SPD-nahe Zeitung Fränkische Volkstribüne merkt kritisch an, dass der am Bahnhof ankommende Besucher den Eindruck bekomme, in eine, Zitat, hakenkreuzlerische Metropole geraten zu sein. 1924 erscheint ein aufwendiges und reichlich mit Inhalten und Texten gefülltes Programmbuch zu den Festspielen. Dieser Festspielführer ist auf Linie, er ist antisemitisch ausgerichtet, ein Handbuch der offenen Judenhetze, wie er schreibt. Der Jude, Wagnerianer und Sponsor der Festspiele, Alex Blumenau, will mit Unterstützung anderer Juden intervenieren. Um das jüdische Publikum, von dem die Festspiele finanziell mit abhängig sind, nicht zu vergraulen, wird Siegfried Wagner, der Festspielleiter, dann behaupten, Bayreuth sei weltoffen und unpolitisch. Er kennzeichnet die Ausfälle des Festspielführers als, wie es heißt, Missverständnisse bei den Festspielen, sowie Siegfried Wagner gelte es nur der Kunst und nicht der Politik.
Trotz ihres Vertrauens und ihrer Hingabe zum Werk Wagners und zu Bayreuth ereilt Albertine Neuland das, was den meisten Juden in dieser Zeit passiert. Sie wird am 23. Juli 1942 deportiert nach Theresienstadt. Das Publikum der Festspiele in diesem Jahr hat sich ohnehin jäh verändert. Inzwischen werden die Festspiele als Kriegsfestspiele zu 100% vom Staat finanziert. Propagandistisch werden Soldaten und RüstungsarbeiterInnen dazu eingeladen. 2 Jahre später verstirbt Albertine Neuland im Konzentrationslager Theresienstadt. Hermann Levi, 1882, seine Funktion ist die des Dirigenten. Die Identifizierung vieler Juden mit Wagner und Bayreuth in den 1920er Jahren aber bietet insofern keine Überraschung, als die jüdische deutsche Bevölkerung insgesamt wie in einem Querschnitt die verschiedenen Strömungen des Landes vertreten hat. Und die hier vorgefundene Identifizierung geht in das 19. Jahrhundert zurück, wie am Beispiel des wohl prominentesten Falls einer professionellen Bindung von Richard Wagner zu einem Juden zu sehen ist. Es geht um den Dirigenten Hermann Levi, den Koski in seinen Meistersingern als Outcast inszeniert hat und mit dem Wagner eng zusammengearbeitet hat. Bevor ich in der Sache weitermache, eine kleine Randbemerkung. Zu keiner der historischen Figuren, die ich hier vorstelle, sowie zu vielen anderen im Umkreis dieser, kann man derzeit auf vielfältige Forschung zurückgreifen. Im Falle des eigentlich sehr bedeutenden Levi ist es besonders erstaunlich, dass in der Regel die Literatur, wie zum Beispiel in dem Parsifal-Buch von Stefan Mösch geschehen, sehr stark nur von Wagner ausgeht. Die Ausnahme bildet allenfalls die Biografie von Freitorf Haas von 1995, dessen Titel aber zwischen Brahms und Wagner, der Dirigent Hermann Levi, ihn ebenfalls an gleichsam zweite Stelle setzt. Man könnte fragen, ob in der Erinnerungspolitik der Wissenschaft unterschwellig etwas fortlebt, was die extreme Konzentration auf andere, nämlich hier Richard Wagner, als Nebenergebnis bis heute mitträgt. Für Levi jedenfalls gilt, aus Wagner-Perspektive, dass man 2 Dinge immer wieder betont. Erstens, sein unterwürfiges Verhalten diesem gegenüber, sowie zweitens das Widersprüchliche, dass er als Jude einem Antisemiten gedient habe. So beginnt Ulrich Frey seinen Eintrag im Wagner-Lexikon wie folgt. Zitat, der Nachruhm Levis beruht zu großen Teilen darauf, dass er als jüdischer Kapellmeister die Uraufführung von Wagners Parsifal leitete. Zitat Ende. Ich möchte den Blick etwas anders nehmen, nicht weil ich davon überzeugt wäre, dass beides nicht zuträfe, sondern deshalb, weil die Dinge immer 2 Seiten haben. Levi ist Jahrgang 1839 und somit deutlich jünger als der 1813 geborene Richard Wagner. Er wurde zu einem der Top-Dirigenten seiner Zeit, der in Mannheim und Leipzig bei herausragenden Künstlerpersönlichkeiten ausgebildet worden war. Frühzeitig konzentrierte er sich, und das muss man, denke ich, wirklich unterstreichen, auf die Arbeit als Dirigent und nahm somit eine Spezialisierung als, wie man heute sagen würde, reproduzierender Künstler oder als Interpret vor zu einer Zeit, wo Dirigenten üblicherweise auch Komponisten zu sein hatten. Über die Stationen Saarbrücken, Rotterdam, Karlsruhe wurde 1872 an die Münchner Hofoper berufen, wo er bis 1896 blieb und wo er 1874 Tristan und 1878 den Ring dirigiert hatte und somit ein echter Wagner-Spezialist war, der die hoch anspruchsvollen Werke dirigieren konnte. Nach Wagners Tod baute Cosima Wagner, obwohl auch sie Antisemitin war, weiterhin auf die Mitarbeit Levis, der von 1882 bis 1894 den Parsifal dort dirigierte. Wagner selbst nämlich fühlte sich mit dem Dirigat der eigenen Werke überfordert, wie er es Levi gegenüber in einem Brief vom 9.10.1875 feststellt. Am Wagner-Briefeband 1865 lässt sich überhaupt gut nachvollziehen, dass Wagner Levi sehr schätzte.
Er hat nur überaus freundliche Anreden für ihn parat. So heißt es, geehrtester Herr Kollege oder hochgeehrter Herr Kapellmeister oder geehrtester Freund. Es ist hier nicht der Ort, das komplexe Verhältnis der beiden tiefergehend zu untersuchen. Aber es soll doch darauf hingewiesen sein, dass ein Jude, der sich nicht taufen lassen wollte, ganz wesentlich die frühe Rezeptionsgeschichte von Wagners Werk mit seinem Dirigat geprägt hat. Dass es der König und Wagner-Förderer Ludwig II. War, der darauf bestanden haben soll, dass Levi dirigiert, schließt nicht aus, dass dieser sich auch im Sinne des Werkes angemessen und eben sehr erfolgreich hierfür eingesetzt hat. Schließlich war er als der Spitzendirigent seiner Zeit auch von Johannes Brahms geschätzt worden, die Freundschaft aber zerbrach, weil sich Levi dann als Wagnerianer identifiziert. Ich komme zu meinem Epilog, der aber etwas umfassender geraten ist. Was machen wir nun mit dem, was wir wissen und vielleicht noch wichtiger, mit dem, was wir nicht wissen? Mein Epilog schließt an das an, was Charlotte Knobloch in ihrer Rede zur Befreiung von Auschwitz-Birkenau im Januar ausführt. Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn weist in seinem Buch Kollektive Unschuld von 2020 darauf hin, dass die Deutschen seit den Nachkriegsjahren vor allem mit Narrativen befasst gewesen seien, die sie selbst als Opfer ausweisen würden. Die eigentlichen Opfer der NS-Politik, aber die Millionen, die in Lagern und Ghettos umgekommen sind, werden so, das ist die Grundthese Salzborn, in den Hintergrund gedrängt. Er schreibt von einer, Zitat, Gewalt der Erinnerungsverweigerung, eine Gewalt des Vergessens, Zitat Ende. Erinnerungskultur ist demnach nicht nur, wie Aßmann schreibt, ein dynamisch zu gestaltender Prozess, sondern angemessene Erinnerungskultur bedeutet auch, sich einem Prozess des Vergessens ganz ausdrücklich zu widersetzen. Als Indiz für seine These führt Salzborn die, wie er sagt, Dauerpräsenz der Täterseite mit entsprechender Symbolik in unserer Gesellschaft bis heute und das auch und vor allem im öffentlichen Raum an. Er nennt eine lange Liste mit Beispielen und verweist dann unter anderem auch auf die bis heute sichtbare, Zitat, öffentlich erhaltene NS-Kunst von Leni Riefenstahl bis Arno Breker. Mit meinem Vortrag haben wir uns zurückbewegt vom Januar 2021 ins Jahr der Uraufführung des Parsifals, die in Bayreuth stattfand. Dass der 27. Januar inzwischen als Gedenktag begangen wird oder begangen werden kann, das sollte man sich heute bewusst machen, ist dabei keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Dass wir erinnern, wie wir und was wir gedenken, hängt mit der Zeit zusammen, in der wir entsprechende Entscheidungen treffen. Die Formen der Erinnerung verändern sich derzeit auch deshalb massiv, weil die Frage nach der postkolonialen Menschheitsgeschichte und das auch in Deutschland mit großer Vehemenz gestellt wird. Man denke an die unlängst heftig geführte Debatte, wie wir mit Denkmalen Otto von Bismarcks, die auch unser koloniales Erbe repräsentieren, umgehen sollen. So kommt am Schluss dieses Vortrags auch jene Figur vor, um die sich meine kurzen Geschichten alle gedreht haben. Denn den vier Personen ist ja nicht nur gemein, dass es hier um Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft handelt oder dass sie mit den Bayreuther Festspielen zu tun hatten oder haben. Ihnen ist auch gemein, dass sie sich alle für Richard Wagner interessieren. Das ist auch der Moment, wo meine eigenen Bilder, die ich heute verwende, ins Spiel kommen. Die Fotografien, die Sie gesehen haben und diejenigen, die Sie hier sehen, zeigen die Aufstellung der erwähnten Ausstellung Verstummte Stimmen, wie sie unterhalb des Festspielhauses im Park zu sehen ist. Die Stelen, auf denen die Lebensläufe und Fotografien der KünstlerInnen zu finden sind, bilden ein Arrangement mit einer Achse in der Mitte, die auf die hier gezeigte Skulptur zuführt. Der Ort selbst ist mit Bezug auf die FestspielbesucherInnen sehr gut gewählt, wie sich jetzt gerade im Sommer zeigt,
wo die Festspiele stattfinden. Für die Stadt scheint mir der Ort etwas randständig. Dasjenige Symbol, um die die Stelen angeordnet sind, erweist sich im Sinne der These Salzborns aber als eine resistente und tatsächlich, wie ich meine, gewaltsame Erinnerungsverweigerung, die sich über die Kontextualisierung der Ausstellung mit dieser gezeigten Büste ergibt. Diese Büste stammt von Arno Breker, der sich kurz nachdem er zu Hitlers Lieblingskünstler geworden war, seit 1938 mit dem Thema Wagner intensiv befasst. Er stellt 1939 eine Monumentalbüste fertig, die Hitler im Obersalzberg aufstellen lässt, besucht im selben Jahr die Festspiele. 1942 wird diese oder eine andere Wagner-Büste in der Pariser Arno Breker Ausstellung gezeigt und noch 1944 bei der letzten großen deutschen Kunstausstellung präsentiert Breker als einer der wichtigsten Künstler des Regimes eine seiner Wagner-Büsten. Schon im ersten Festspieljahr nach dem Krieg im Jahr 1951, mit dem Neubayreuth nun das Hier gilt's der Kunst von 1924 wiederbelebt, beginnt man Breker am Grünen Hügel intensiv zu verorten, was schließlich zum Auftrag der Stadt Bayreuth für die Büste im Festspielpark führte. Die geht ikonografisch auf die Arbeiten der Zeit vor 1945 zurück, wird 1955 aufgestellt und Breker hält weitere Aufträge entweder von der Stadt oder der Familie, das ist mir nicht bekannt, Wagner-Büsten zu gestalten. Wieland Wagner 1968, Cosima Wagner 1976, Franz Liszt 1978 und zuvor 1977 diejenige seiner Freundin Winifred Wagner zum 80. Geburtstag. Wie sie umgab ihn das offene Geheimnis, dass er weiterhin in rechten Kreisen verkehrte und nach wie vor zu Hitler stand. All dies basiert übrigens auf Jürgen Trimborns Biografie von 2011. An dem Arrangement, das sich in den Fotografien zeigt, ist vielleicht vornehmlich nicht das Bedenkliche, dass hier einer der schlimmsten Antisemiten des 19. Jahrhunderts im Kreise von dem 20. Jahrhundert verfolgten Jüdinnen und Juden, auf die er herabzuschauen scheint, abgebildet ist. Vielmehr ist der Umstand sehr kritisch zu sehen, dass mit Arno Breker einem jener Künstler Raum gegeben wird, der in extremer Weise mit dem Naziregime, das für die Shoah verantwortlich ist, kollaboriert hat. Nicht nur das, er sieht sein Engagement auch nach 1945 nicht kritisch, beziehungsweise, folgt man Trimborn, er verleugnet jedes Involviertsein mit dem Regime. Die Erklärungstafel unterhalb der Büste, die man 2009 anfügte, ist missverständlich und wohl auch an sich überholt. Nicht nur sind die Zahlen bei Trimborn andere, so richtig deutlich wird auch nicht, was man mit dem sehr kurzen Text eigentlich aussagen möchte. Vor allem aber, die Tafel bezieht sich nicht auf das Arrangement, sondern nur auf die Büste. Dieses Arrangement aber ist es, das als Beleg für die enge Verflechtung von Kunst, Politik und missverstandener Erinnerungskultur gelten mag, weil es im öffentlichen Raum so präsent ist, wie es ist. Es missachtet die Geschichte, es missachtet das Involviertsein eines NS-Künstlers, es missachtet der Shoah. Die Gewalt, von der Salzborn spricht, ist in diesem Fall eine implizite und, wenn man nicht genau hinschauen möchte, auch eine verdeckte. Der Wunsch der Ausstellung, den Fokus auf die Opfer der Shoah zu lenken, wird mit der Büste Brekers konterkariert. Man könnte das Ganze wie eine Art verspäteten Beleg lesen, wer letztlich die Oberhand behält. Die Koskis, Gottliebs, Neulands und Lewis erscheinen jedenfalls an den Rand gedrängt. Ich habe Ihnen hier nochmal die wichtigste Literatur zusammengestellt und möchte mich ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken und bin nun sehr gespannt auf Fragen und auch natürlich Kommentare. Herzlichen Dank.